ich hab dich wohl erwischt beim absolut dumm werden. Denn das erwartet mich in dieser wunderschönen Folge des TikTok-Mittwochs. Wir werden heute wieder gemeinsam 100 IQ dümmer werden. Schaut auf jeden Fall nicht vor anderen Uhren. Bevor es losgeht, meine Freunde, vielleicht habt ihr ja mitbekommen, weil wir haben eine neue Hagam-Sorte. Und zwar Berry Boom. Damals war Wassermelon-Reading-Sorte, mittlerweile ist es Berry Boom. Und ab Donnerstag morgen könnt ihr einfach in jedem Kaufland die Dinger kaufen. Genauso mit den alten Sorten. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Let's go. Es ist mal wieder Mittwoch. Und das heißt, es werden wieder tolle TikToks angeschaut. Ich freue mich. Wir freuen uns. Freuen uns. Freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird. Es geht schon wieder los. Warte mal, das ist ein drei Hand und ein Fuß. Und warum kommt die Hand aus dem Fuß? Und warum kommt die Fuß aus dem Hand? Und ich kann das einfach nicht mehr. Nicht so früh in der Folge. Die Folge ist gerade mal wie alt? Hier 10 Sekunden alt. Und jetzt kommt schon Alexas 18 mit irgendeiner Weisheit. Oh nein, rein da. Wer hat hier abgebissen? Schreibt's doch bitte in die Kommentare. Du hast da abgebissen oder was weiß ich? Ich juck mich nicht. Oh nein. Warum hat das 16.000 Likes? Frag doch die Leute auf deinem privaten Gosee-Grundstück, wer das war. Aber lasst uns einfach in Ruhe. Hä? Okay, krass. Also, warum wollen die jetzt diese Flasche zerstören? Alter, wie viel hält die aus? One. Das hält sie nicht aus. Okay, das kann sie nicht aushalten. Die Flasche wurde nicht auf den Boden geworfen, der Boden wurde auf die Flasche geworfen. Alter, was zur Hölle? Die Flasche ist ja unnormal stark. Das könnt ihr auch mit Hey-Kaugummis ausprobieren. Die könnt ihr einfach durch die Gegend werfen und sie werden nie kaputt gehen. Ah! Nein, die wieder. Oh. Brand new Lamborghini. Wer kennt noch diese beiden Mädels? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr sie ja noch. Mein erster Halloween... Oh nein, wieder 24-Tim. Jetzt wird das wieder wild. Jetzt wird es wieder wild. Mein erster Halloween-Look 2022. Was kostet der aus? Also erstmal schon mal perfektes Lip-Syncing. Du solltest auf jeden Fall irgendwelche Filme synchronisieren. Das läuft auf jeden Fall schon mal blendend. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was der Halloween-Look sein wird. Das war wirklich gruselig. Was ist das denn? Junge, das ist der krankeste Halloween-Look, den ich jemals gesehen habe, Digga. Da musst du sogar mal ein Like da geben. Das ist ja krank. Das ist einfach nur verstörend. Ich würde mich aber kaputt lachen, wenn ich das sehen würde. Endlich mal ein Face-Reveal. Was jetzt der erste? Ist das asozial? TikTok ist so eine schlimme Plattform. It is time for the flip. So. Was machen die da? Wait. Was macht ihr da? Ihr müsst die Hochkant aufstellen. No. Nächste. This is going wrong. Yeah. Wir haben alle. Was ist denn das? Wie viele haben die da aufgestellt? Da unten noch den kompletten Weg. Alle seitlich. Seid ihr doof? Das muss Hochkant stehen. Das sieht man doch in jeder Packung. Nein. Boah, es ist abgestürzt. Mein TikTok ist abgestürzt, Digga. Gibt es heute Bratwurst oder wieso gibst du deinen Senf dazu? Muss man ja lassen, das war ein guter Diss. Das war ein guter Diss, Alexa. Heute kann ich nicht meckern. Da kann ich nicht meckern. Der ist nicht schlecht. Pio, wie du hast dein Glow-Up zu ernst genommen. Glow-Up, okay. Dieser Junge wird jetzt ein Glow-Up bekommen. Also hübscher als ich kann es natürlich nicht werden. Deswegen werde ich da wahrscheinlich nicht überrascht sein. Okay, jetzt verstehe ich den Glow-Up. Also die hat so eine Geschlechtstransformation gemacht. Okay, verstehe. Gut, ich nehme das zurück mit mir. You want to know what it looks like around the house with Dexter? Was? He just pops up and walks around. Oh, das ist gruselig. Out. This is life with Dexter. Der läuft einfach auf zwei Beinen rum. Mit dem Hund musst du nicht Gassi gehen. Der Hund geht Gassi mit dir, Digga. Was ist das denn? Alle kennen Nona und wir alle wissen jetzt einen Freund, der Kanu heißt. Wir alle wissen, Nona hat einen Freund, der Kanu heißt. Geil. Kanu, Grüße gehen doch immer raus, Digga. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Kanu? Jetzt ging auf TikTok dieses Video viral. Ist einmal halt er mit Nona und dann sieht man Kanu mit seiner Ex-Freundin. Kanu! Wunderbar. Wunderbar. Also die Recherche wurde aber immer mies betrieben. Man hätte eine Sekunde herausfinden können, wie er heißt. Aber Hauptsache ein komplettes Recherchevideo gemacht. Kuss geht raus. Okay, time for the big reveal. You stay right here. Showing my ex my new girls. Sie zeigt ihren... Warte mal, was? Was? Sie zeigt ihren Ex ihren neuen gemachten Melonen. I think it's sugar reaction. Ready? Oh my god! Holy shit! Wait, please, please! Please, please, was? Was ist das für ein Video, Digga? Oh nein, Digga, Dummung geht wieder los.
POV, du kommst nicht nach Hause, also bestellst du eine Pizza zu dir und fährst dann einfach beim Lieferanten mit. Junge. 100 IQ, natürlich. Einfach Taxi rufen, viel zu überwertet. Da kriegt man ja keine Pizza geschenkt. Einfach eine Pizza zu dir bestellen und einfach mit dem Brie mitfahren. Das ist echt einfach nur schlau. Was? Was? Now you understand why your luggage gets messed up at the airport. Wie behandeln die denn die Koffer, Digga? Oh, Polizei, Achtung. Bruder, der wird wahrscheinlich ein bisschen zu spät zum Einsatz kommen. Die Polizei hat einfach die Sirene angemacht, um zu ihren eigenen Unfall zu fahren. Das war wahrscheinlich deren Idee. Ja, voll cool, dass das so geklappt hat mit unserem ersten Date. Ah. Eigentlich wollte ich so diese peinliche Stille vermeiden. Oh, sag es doch nicht, dass du die peinliche Stille vermeiden wolltest. Das ist unangenehm. Willst du? Ach so, ja, dann hat alles wieder gerettet. Das hat alles wieder rausgerissen. Aber gut, dass du die peinliche Stimme vermeiden wolltest. Arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, arbeiten. Was ist das für ein Kacksong? Arbeiten, essen, schlafen, arbeiten. Kommt da noch irgendwas? Essen, schlafen, spritzen. Ah, machen wir weiter. Greetings, Quandale Dingle here. My cousin Henry Burke. Was ist das? Dullamu Dingle Nut. Got arrested for putting a TNT. Das arme Mädchen hat keine Arme, aber ist irgendwie bei so einem Judo-Verein oder was? A daycare center. Put a camera in Joe Biden's bathroom and watched him take a poo. My. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, habt ihr gesehen, wie er die Hand geben? Oh mein Gott, ich hab alles gesehen. Es reicht. Ich kann jetzt in Frieden sterben, Gott, es reicht. Das ist ja schrecklich. Was zur Hölle? Zur Hölle, warum kann man das so rausziehen? Und mit dem Video reicht es auch einfach mal wieder für heute. Das war's, Leute. Ich bin raus. Schaut mir vorbei, Leute. Morgen gibt es die Hey Gums in der pinken Edition. Das finde ich sehr, sehr geil. Wir haben da wirklich unfassbar lange das Geheim gehalten. Ein halbes Jahr jetzt schon fast. Und jetzt sind sie auf jeden Fall endlich am Start. Also rennt den Kauf und ein. Ihr wisst ja, monatelang waren wir schon wieder ausverkauft. Und jetzt würde ich sagen, sind sie endlich am Start. Auch mit den alten Sorten. Wassermelone. Alle sind wieder im Kauf und am Start. Also, let's go. Ich stelle ist der Blitz viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Das ganze Team ist am Start. Das Hate-Team, ja, 130 Klicks. Ich dachte niemand, dass ich schaff. Niemand, dass ich schaff. Das ist das Hate-Team, ja.